Im Rahmen der Bürgerinnenplatzeln, die auf verschiedenen Plätzen in Schwechat stattfinden, machte die Bürgermeisterin gemeinsam mit ihren politischen Kolleginnen und Kollegen diesmal Halt am Sportplatz in Mansfurt, um den Bürgerinnen und Bürgern aufmerksam zuzuhören und ihre Anliegen aufzunehmen. In Schwechat gab es unlängst eine Premiere. Erstmals fanden die traditionellen Bürgerinnenplatzl auf dem Hauptplatz im Rahmen des Monatsmarktes statt. Und auch in Mansfurt kamen viele Anwohner zusammen, diesmal auf dem Sportplatz. Sie nutzten die Gelegenheit, um sich mit StadträtInnen, GemeinderätInnen und der Bürgermeisterin auszutauschen. Ich habe 50 Jahre in Wien gelebt. Na, dort hast du einfach nicht die Möglichkeit, mit Politikern direkt zu sprechen. Da setzt sich keiner her und sagt so, was ist dein Anliegen? Verstehe ich auch, geht auch nicht. Ich meine, das geht nicht. Ne? Angeblich ist Herr Mansfurt so ein bisschen das Gallien. Ach Gott, ich erzähle jetzt schon als Geschichte, als ich das erste Mal in Mansfurt beim Bürgerinnenplatzl war, da sind wir ehrlich gesagt auspfiffen worden. Das war so 2015, kurz nach den Unwegsamkeiten, die davor waren. Mittlerweile verbringe ich viel Zeit in Mansfurt und gern Zeit in Mansfurt und habe viele Freunde hier gefunden. Und wenn die Leute was anzubringen haben, dann ist es eh gut, wenn sie die Gelegenheit nutzen. Weil wir können nur was besser machen, wenn wir wissen, wo der Schuh drückt. Also manchmal sind es wirklich eher so kleinere Nachbarschaftsangelegenheiten, wo man sagt, ja, da ist der Gockelhahn ist nebenan und was kann man da machen? Bis hin zu größeren Sachen, wo es um strukturelle Dinge geht, wie irgendwelche Beleuchtungen oder irgendwelche größeren Anliegen, die Stadt betreffen. Also es ist eigentlich ein relativ bunter Mix. Schon viele neue Arbeitsaufgaben von den Bürgerinnen bekommen? Tatsächlich einige Anliegen auch schon mitgeschrieben. Ist ganz wichtig, dass man auch seine Politik oder was man macht in der Stadt auch danach ausrichtet. Wir schreiben das immer mit, kontaktieren auch nachher dann mit einer Antwort. Habe aber heute schon einige Rückmeldungen bekommen, dass sehr vieles gut gemacht wird und dass einige auch sehr restlos zufrieden sind. Es gibt aber immer einige Anliegen, die man öfters hört, wie zum Beispiel Verkehr. Und dem gehen wir nach und versuchen zu lösen. Was mich freut in Mansfurt, da ist ein bisschen so, da ist so sehr viel los heute. Wir sind am Fußballplatz. Ja, und es ist einfach vom Format her gut geeignet, dass man einfach so ein bisschen gemeinsam plaudert und eben schaut, wo ein bisschen der Schuh drückt. Es wurde schon mehreres umgesetzt. Wie gesagt, wir nehmen alles auf, was kommt, wenn Beschwerden kommen etc. Schauen wir, dass wir darauf reagieren können und setzen das natürlich gerne um. Und für alle politischen Grenzen, wie man sieht, offen? Natürlich, das gehört nur den Bürgern, da hat Politik mehr oder weniger nichts zu tun damit. Ein zentrales Thema in Mansfurt, natürlich die Folgen des vergangenen Hochwassers. Mansfurt ist immer betroffen vom Hochwasser, aber da hat alles gut funktioniert, soweit ich das weiß. Und wenn es jetzt noch Anregungen gibt, was man beim nächsten Mal besser machen kann, dann sind wir eh dankbar und froh. Aber hier haben wir eine Feuerwehr, die seit vielen Jahren in der Konstellation im Kommando aufgestellt ist. Die wissen im Schlaf, was zu tun ist. Und da bleibt uns nur ein großes Dankeschön für das Miteinander und das sich gegenseitig unterstützen und helfen und auch uns unterstützen in Wahrheit. Normalerweise ist gerade die Gegend ja eine der ersten, die unter Wasser steht. Und der Hauptplatz ist sogar trocken geblieben. Aber trotzdem haben wir das in der Form natürlich noch nie miterlebt in Wirklichkeit. Und die Leute sind beunruhigt und jetzt wird viel über die Dämme gesprochen und die Vorbereitung auf das nächste Hochwasser. Doch auch Verkehrsfragen standen im Fokus. Hier gab es intensiven Austausch zwischen Bürgern und Politikern. Das ist immer ein Brandthema. Ja. Also das ist, jeder hat zwei, drei Autos vor der Haustür stehen, aber keiner will einen Verkehr haben. Und das sind halt dann Diskussionen, ja, die man dann ewig dann führt. Und im Endeffekt kann man eh nicht viel ändern, weil der Verkehr immer mehr wird, leider Gottes. Weil wir immer mehr Einwohner kriegen natürlich nicht. Und jeder hat ein Auto und jeder will fahren natürlich nicht. Trotzdem eine wichtige Einrichtung, diese Platzeln. Ja, es ist schon gut, weil man den direkten Kontakt zu den Politikern kommt, weil aufs Amt geht man nicht gern, weil es ist doch ein bisschen ein Hemmschuh dort. Und bei einem Achtel oder bei ein bisschen einem Getränk redet es oft leichter, als wie es im Wirtshaus ist. Nicht? Und man versucht dort immer wieder einen Konsens zu finden mit den Leuten. Das muss ich sagen, ist für mich wirklich eine sehr, sehr positive Sache, nicht? Wenn man, weil es einfach direkt geht und nicht über 100 Umwege und man kriegt keine Rückmeldung. Und also mir ist es wichtig und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe.